Yo Internet, hier ist wieder euer Lost und ihr seid wieder am Start. Heute wieder back in town mit ein bisschen, ja, wie sollte es anders sein, Battlefield 4. Heute habe ich euch eine Waffe mitgebracht, die einen oder anderen von euch da draußen schon ein bisschen, naja, kontrovers betrachtet haben. Und zwar geht es hierbei um die AN94, die neue Sturmgewehrwaffe seit dem Spring Patch. Und die AN94 ist ja kein neuer Gast für uns, sondern eher ein alter Vertrauter, denn sie war zum einen schon in der CTE, also im Community Test Environment, spielbar. Und unsere Veteranen da draußen kennen sie natürlich schon aus Battlefield 3. Und wie viele Leute haben sie sich zurückgewünscht? Mal ehrlich, Hand hoch in die Kommentare, Hashtag ich. Wer hat sich die AN94 zurückgewünscht und nicht nur Sachen wie die M16A3? Ich muss sagen, Hashtag Hand hoch. Ich war es nämlich, der sich auch die Waffe zurückgewünscht hat. Ich habe sie nämlich in Battlefield 3 relativ häufig gespielt. Also wenn man sich meine Statistiken anschaut, ist sie auf Platz 3 meiner Top Guns, zumindest was die Kills angeht. Da gibt es zwar natürlich einen gewissen Unterschied zu der M16A3, aber ich habe damals schon relativ früh, glaube ich, das Potenzial entdeckt, gerade was natürlich den Burst-Modus angeht. Wir wissen ja, die AN94 konnte in Battlefield 3 mit dem Burst-Modus, also mit dem Zweierschuss, weiter hochgeschraubt werden, was die RPM, also die Rounds per Minute, die Schussrate angeht, und somit der Vollautomatikmodus ja ein bisschen verarscht werden und wir eine viel höhere Feuerrate erreichen konnten mit dem Burst-Modus, was jetzt wiederum in Battlefield 4 auch der Fall ist, allerdings nicht mehr so eine krasse Auswirkung hat. Aber da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, wie bereits erwähnt, ist die AN94 für euch als Sturmsoldat verfügbar. Das heißt, ihr könnt sie als Sturmgewehr mit an den Start nehmen und es hat sich ja ein Stück weit schon was getan im Vergleich zu Battlefield 3. Natürlich sind die Stats unterschiedlich, wie bereits erwähnt, was den Burst angeht. Auch das Waffenhandling an sich ist ein bisschen anders, allerdings hat es schon ein gewisses Achtung, Killstreak incoming. Vertrautes Feeling zu Battlefield 3 und auch der Sound der AN94 ist dann doch ein bisschen mehr familiar, also bekannt für den einen oder anderen, der eben Teil 3 gespielt hat, und das gibt einem wieder so ein bisschen dieses, ja, BF3-Feeling zurück, und das freut mich persönlich sehr, 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 sehr stark, denn BF3 war eigentlich schon ein richtig gutes Game, gerade was Gunplay angeht, und da hofft man natürlich, dass man das in Battlefield 4 auch ein Stück weit mit einbringen kann. Ich werde jetzt nicht großartig auf die allgemeinen Stats eingehen, weil im Endeffekt könnt ihr euch das komplette Roundabout-Paket, was Time to Kill angeht, was Spread angeht, in jegliche diagonale Winkelveränderungen unten in der Videobeschreibung reinziehen. Da habe ich den Link zu synthic.com, der Stats-Seite für Battlefield. Da sind wirklich die Nerds der Nerdy-Nerds mit am Start und die haben das Ganze natürlich wieder ausgewertet. Was jedoch zu sagen ist, ist, dass die AN94... gleich zu Beginn, um das mal klarzustellen, nicht overpowered ist. Viele Videos da draußen schreiben es natürlich gleich mit rein und fragen sich, ist die AN94 overpowered? Das Phänomen haben wir bei vielen neuen Waffen, die im Battlefield an den Start gehen, wo man erstmal meint, okay, boah, die ist echt stark. Aber im weiteren Verlauf merkt man dann noch irgendwie, dass die Waffe, naja, mehr oder weniger nur Durchschnitt ist oder sich halt mit mehreren Waffen in der gleichen Kategorie ja irgendwo ein Stück weit einordnen kann, aber jetzt nicht over the top ist. Was jedoch bei der AN94 ganz klar auffällt, das ist mir sofort aufgefallen, ist eben der benannte Burst-Modus. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, die Waffe im Vollautomatik-Modus abzufeuern. Allerdings habe ich sehr schnell bemerkt, dass der Vollautomatik-Modus nicht wirklich das Wahre vom Ei ist. Hier haben wir eine Standard-Round-Per-Minute, also eine Standard-Schussrate von 600 Schuss. Wenn wir die Waffe im Burst-Modus betreiben, das heißt im Zweikugel-Modus, haben wir eine Feuerrate von knapp 705 Schuss in der Minute, die wir erreichen können, wenn wir den optimalen Triggerpunkt erwischen. Das heißt, optimal mit dem Finger den Burst triggern können. Denn DICE hat sich Abhilfe verschafft im Vergleich zu Battlefield 3 und hat eine 0,12 Sekunden lange Pause eingeführt, was den Burst-Modus angeht. Das bedeutet, zwischen jedem Burst-Schuss habt ihr eine Zwangspause von 0,12 Sekunden, in der ihr eben nicht triggern könnt. Jetzt könntet ihr euch natürlich eine Eieruhr nebenher hinlegen und immer abtimen. Schuss 0,12, oh Schuss 0,12, oh Schuss. Totaler Schwachsinn. Im Endeffekt muss man es natürlich selber üben und ausprobieren und grundsätzlich einfach immer die Taste hämmern, wie man möchte, und da einfach versuchen, die schnellstmögliche Feuerrate zu erreichen. Was der Burst-Modus allerdings aufgrund der knapp 100 Schuss höheren Feuerrate noch für einen Vorteil hat, ist natürlich die Genauigkeit. Mit dem Zweier-Burst habt ihr einfach, gerade auch mit der
Zwangspause von 0,12 Sekunden, entsprechende Möglichkeiten, die Ziele genauer unter Feuer zu nehmen und eben mit dem Burst auch genauer zu treffen, gerade auch auf weitere Entfernungen. Und so ist es gar nicht so selten, dass ihr viele Gegner, zumindest ist es mir oft so passiert, auf entsprechende Entfernungen auch gut wegmachen konntet, auch gezielt wegmachen konntet, gerade mit Headshots und da relativ schnell natürlich die Gegner legen könnt, sozusagen die Time to Kill auch runtersetzen könnt im Vergleich, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Vollautomatik-Modus schießt und den Gegner auch direkt vor euch habt. Von daher kann ich natürlich nur empfehlen, den Burst-Modus zu benutzen. Allerdings hat er natürlich auch seine Schwächen und das ist, wie ihr vielleicht bereits schon vermutet, auch der Nahkampf. Man muss im Nahkampf sehr genau zielen können, um den Burst-Modus effektiv ranbringen zu können, denn meistens steht ihr gegenüber einer SCAR-H oder einer ACE-23 oder einer anderen entsprechenden vollautomatischen Waffe mit jeweils höherer Feuerrate. Das ist nämlich bei einer Feuerrate von standardmäßig 600 Schuss bei der AN-94 auch nicht schwer. Viele der Waffen haben meistens eine höhere Feuerrate und dann müsst ihr einfach entsprechend schnell und gut zielen können und meistens auch den Kopf unter Beschuss nehmen, um im Burst-Modus gegen diese Gegner einfach auch bestehen zu können. Und so habe ich selber natürlich immer wieder erfahren dürfen, dass eben der Burst-Modus in Close-Quarter-Situationen eher kontraproduktiv ist, als sich aber auch nicht wirklich lohnt, mal schnell in den vollautomatischen Modus zu schalten, weil man dazwischen natürlich auch noch den Einzelfeuer-Modus hat und man sich da ein bisschen durcheinander kommen kann und am Schluss eh den Kürzeren zieht. Von daher muss man sich grundsätzlich immer entscheiden, welchen Feuermodus nutze ich. Ist man auf weite Entfernungen aktiv? Natürlich den Burst-Modus. Wenn man in zum Beispiel Operation Locker von außen, von den Außengebieten rein ins Innere des Gefängnisses geht, könnte man theoretisch, wie bereits gesagt, auf den Vollautomatikmodus umschalten. Allerdings gibt es hier auch immer wieder Entfernungen von bis zu 10, 15 Metern, wo es sich dann doch eher lohnt, den Burst-Modus reinzuhauen. Und wie gesagt, wenn man geübter Schütze ist mit entsprechendem Aiming, kann man mit dem Burst-Modus weitaus mehr reißen als mit dem Vollautomatikmodus. Was die Attachments anbelangt, bleibt euch alles offen. Ich persönlich hau mir natürlich gerne ein Coyote-Visier drauf, weil man damit einfach die bessere Sicht hat. Und was die anderen Sachen wie Griff- oder Lauf-Attachments angeht, das bleibt euch frei. Mittlerweile gibt es ja so viele Änderungen, dass der Flash-Hider zum Beispiel jetzt auch einen negativen Effekt mit dazu hat und nicht einfach nur euer Feuer, so gesehen euren Flash, vermindert und euch dann auf der Minimap nicht so sichtbar macht, sondern eben jetzt auch negative Aspekte mit reinkommen, wo man sich teilweise wirklich fragen muss, gerade in Bezug auf die AN-94, ob ich mir da überhaupt ein gewisses Attachment, bis auf vielleicht den Laser, noch mit draufknall, weil es dann doch, gerade was die Präzision angeht, immer und überall ein Stück weit einen Abzug gibt, wo man die Präzision bei dieser Waffe in Kombination mit Burst-Modus nicht wirklich einschränken möchte. Aber vielleicht habt ihr da ja positive Erfahrungen gesammelt. Von daher schreibt euer AN-94 Setup doch mal unten in die Kommentare rein. Dann werde ich vielleicht mal ausprobieren und eventuell dann auch nochmal ein Video drüber machen, wenn es wirklich over the top ist und man da ordentlich aufräumen kann. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Und falls ihr Battlefield 4 immer noch nicht besitzt oder euch die Premium-Version noch holen wollt, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu meinem Keypartner G2A.com. Da gibt's super geile Games zu günstigen Preisen. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns wieder beim nächsten Video und lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.